Meine lieben Kreativlinge, wir falten zum Gebet. Nein, um Gottes Willen. Kooperation mit Globaland. Was ich alles aus der aktuellen Kooperation, ich weiß immer nicht, wie lange die gehen, was ich alles aus der aktuellen Kooperation mir raussuchen dürfte, werde ich in der Infobox verlinken. Auch der Shop und der Rabattcode, der NATA10 ist, werde ich wie immer in der Infobox verlinken. Aber ich habe ja immer mal wieder neue Zuschauer, was mich unglaublich freut. Und ja, damit man es einfach auch nicht vergisst. Ich habe mir, das ist Wusel, 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 diese Nummer hier. Wie gesagt, werde ich auch nochmal alles verlinken. Das ist der Stempel hier. Ich habe mir jetzt den und den zur Brust genommen. Und daraus habe ich in erster Linie eine ATC gemacht. Mit dem kleinen Stempel. Und mit dem großen Stempel habe ich eine Karte draus gemacht. Die zeige ich euch natürlich auch. Und die Karte machen wir zusammen. Das ist die. Ja, finde ich sehr schön. Total vintage. So, erstmal braucht man Kartenrolling. Kein Platz mehr hier. Der hat die Maße 14,5 mal 21 cm und wird dann auf der langen Seite bei 10,5 gefalzt. Gut, das lege ich zur Seite. Dann habe ich hier einen Aufleger aus Designpapier. Der hat die Maße 10x14. Und eine alte Buchseite, die muss ich mir leider noch ein bisschen zurechtschneiden. Da schneide ich den Rand weg, weil ich will die Schrift haben. So, und den schneide ich mir auch bei 10 cm zurecht. Vielleicht nochmal 1-2 mm dazugeben. Ja, genau, falsch. Bei 14 waren es. 14, Kindchen, 14. Dann nehme ich halt eine neue. Wenn ich alles hätte, so viel wie Bücher, alte Bücher, dann ja, 14, also 1-2 mm mehr. Das kann ich dann nochmal abschneiden. So. Und dann reiße ich mir das Ganze. So, fertig. Nee, wirklich so. Okay. Dann inke ich mir das Ganze. Erstmal hier. So. Dann einmal aufkleben. Total simpel gemacht eigentlich. Aber mir gefällt die richtig gut. Ich hätte vielleicht mit was anderem anfangen sollen, aber egal. So. Dann inke ich mir den ganzen Rand nochmal. Immer noch an meiner Hand. So kann man, finde ich, auch gleichzeitig ein bisschen Designerpapier verwurschteln, was jetzt nicht unbedingt so schön ist. Wie zum Beispiel jetzt dieses hier. Beispielsweise, aber dafür passt es hier zu dem Projekt perfekt. So, dann machen wir mal ein Kartenrolling. Klebt das auf. Ich habe mit Absicht auch kein kraftfarbenen Kartenrolling genommen, weil mir das dann zu düster geworden wäre. Weil es ist ja dann doch recht viel Weiß noch mit drin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen habe ich mich hierfür für einen weißen Rolling entschieden.
So, dann nehme ich mir den Stempel hier. Nimm die Farbe Acorn. Sehr wichtig, muss ein wasserfestes Stempelkissen sein, wenn wir gleich mit Wasserfarben arbeiten. Da die Blümchen sehr zart sind, muss ich ein wenig aufdrücken. Wie nämlich gestern gemerkt. Oder mit Stempelhilfe arbeiten. Muss ich trotzdem nochmal mit Stempelhilfe arbeiten. Schade. Gestern hat es besser geklappt. Na gut, der erste Versuch hat jetzt auch nicht besser geklappt. Oder vielleicht, weil es zu viele feine Feinheiten drin sind. Aber kriegt man hin. Es funktioniert. Ne? Ich möchte jetzt nicht schlecht reden. Es funktioniert. Man sieht es ja an meinem anderen Beispiel. Das war auch der zweite Abdruck. Schon besser. Weil einfach vielleicht zu viele Feinheiten drin sind. So, das Ganze stanze ich mir jetzt aus. Und zwar mit einer ATC-Standschablone, mit so einer Rahmenstandschablone. Wie gesagt, das ist ATC-Größe. Passt perfekt da drauf. Ich tue es mir nur positionieren. Den Rest brauche ich dann noch. Dann nehme ich mir die Farbe Lumberjack Plate. Das auf meine Glasplatte. Und male mir jetzt die Blümchen aus. Oh, ein bisschen viel Wasser. Ich habe den gerade erst aufgefüllt für das Video, weil der war fast oder war leer oder so gut wie. Das Licht blendet jetzt aber so doof. Ich gucke mal ein Beispiel, damit ich ja keine Blüte vergesse. Ist ja eh nur Aquarell, also, ne? Aber ein bisschen Farbe darf dann trotzdem mit im Spiel sein. Das Licht ist nur so doof für mich persönlich. Weil das so von vorne kommt. Weil das ein bisschen so blendet. Aber gut. So, dann nehme ich Rip Persimmon. Damit machen wir die Schmetterlinge. Diesmal nicht so viel Wasser. Nochmal, das ist ein bisschen zu hell. So, dann nehme ich Rustic Wilderness. Ein bisschen Grün dürfte auch nicht fehlen. Ich hatte tatsächlich gestern, wie ich das so angefangen hatte, da wäre noch rot gewesen, sehr da. Egal. Wie ich das gestern so angefangen hatte,
Hatte ich kein Grün reingemacht, fand es aber dann tatsächlich ein bisschen langweilig. Dann habe ich mich entschieden, eben doch ein bisschen Grün reinzumachen. Viel Grün ist es ja nicht, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen. Ja. Ich brauche noch mal kurz das Rot, weil da habe ich eine Knospe vergessen. Muss jetzt zwar nicht perfekt sein, aber nee, es ist halt manchmal doch der kleine Monk. Die Schleife hier oben. Apropos kleiner Monk. Ich war mit meiner Kleinen letzte Woche beim Arzt. Hatte eine U-Untersuchung. Und wie wir dann in dem Besprechungszimmer waren, wo sie dann ihre Aufgaben machen musste und so. Und wie wir dann gegangen sind, weil sie hat sich dann unter dem Tisch versteckt und halt gespielt und ja, wie halt Kinder sind. Ne? Sie dann, als wir dann gegangen sind, hat dann die Sprechstundenhilfin, die Assistentärztin, hat dann die Kissen aufgehoben und halt auf den Stuhl gelegt, so Sitzkissen. So, dann nehme ich Scotch Timber, keine Ahnung. Und dann werden die Schmetterlinge der Körper nochmal braun. Dann sind wir schon fertig mit dem Anpinseln. Ja, auf jeden Fall, sie hat dann die Kissen halt einfach auf den Stuhl geschmissen. Und die Kleine hat sie dann genommen und ordentlich verteilt. Und gesagt, ja, der kleine Munk. Gott, war das süß. So, ich ink mir den Rand jetzt noch ein. Schön unsauber. Das ist Vintage. Selbst wenn ich jetzt irgendwo einen Fingerdatscher drauf hätte, was man ja eigentlich nicht will bei Bastelprodukt oder halt bei gebastelten Objekten, hier wäre das jetzt völlig egal, weil ne, es ist Vintage. So, das kann ich wegtun. Daneben. Derzeit ist trocknet, nehme ich mir meinen Schmetterlingsstempel, der ist auch von Globaland. Den habe ich aber mir selber gekauft. Aber ich zeige euch trotzdem. Das ist dieses Set. Die sind richtig, richtig groß. Also ihr seht es an dem hier. Ich glaube, das müsste. Ist das der? Ich glaube, das müsste. Ja, das ist der hier. Ja, sind auf jeden Fall richtig groß. Das wäre die Nummer, wenn die jemand haben möchte. Also ich war total verblüfft, als die ankamen, als ich mir die bestellt hatte, weil die eben so groß sind. Aber finde ich sehr cool. Und die machen halt auch einen richtig, richtig schönen Abdruck, finde ich. Auch ganz feine Feinheiten, ich zeig's euch gleich mal. Ganz feine Feinheiten. Also finde ich richtig toll. Schneiden wir jetzt aus. Also nicht alles, was ich. Also ich bekomme nicht alles gestellt, sagen wir es mal so. Ich kaufe sehr viel. Aber ich freue mich trotzdem. Ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Ich freue mich trotzdem über die Kooperation. Weil so bin ich quasi auch ein bisschen gezwungen, in Anführungszeichen, die Sachen direkt umzusetzen. Wisst ihr, wie ich meine? So, wenn ich mir die Sachen kaufe, dann, ja, wie es halt so ist, dann liegen die manchmal im Schrank und die liegen und die liegen und die liegen. Man kommt nicht dazu, weil das Leben halt so spielt. Den inke ich mir jetzt auch ein. Aber bei einer Kooperation muss ich ja, ne, in einer gewissen Zeit. Klar, wenn jetzt irgendwas Schlimmes dazwischen kommt, dann kann ich schon sagen, ich muss das verschieben oder so.
Aber ich nehme ja teilweise, wenn ich es schaffe, im Voraus auf. Wenn ich es schaffe. So, dann machen wir jetzt schon mal ein 3D-Pad runter. Oh, ich muss die Schere sauber machen. Die klebt schon wieder. Bisschen zu viel. Ist es trocken? Es ist soweit trocken. So. Kleber drauf. Dann der Schmetterling. Schmetterlinge gehen irgendwie immer. Und dann noch ein paar Glitzersteinchen. Dürfen wir auch nie fehlen. Boah, die kleinen sind immer so schwer zu erwischen. Und dann wäre unsere Vintage-Karte. Bisschen schief, aber egal. Wäre sie fertig. Eigentlich sehr simpel, total easy. Wenig Aufwand. Aber ich finde die richtig cool. Ja. Vielleicht war das eine kleine Inspiration, auch mal ein bisschen Designpapier zu verwurschteln. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.